Mit dem traditionellen Mühlenschmücken hat das Fahreler Mühlenfest begonnen. Bürgermeister Gerd-Christian Wagner zeigte sich dabei wie immer schwindelfrei. Auf der Galerie der Fahreler Windmühle im 5. Stock erklomm der Verwaltungschef einen der Flügel und brachte dort mit Hilfe des Mühlenwartes Peter Fleckenstein Birkengrün an. Der so geschmückte Flügel wurde dann von den Mitarbeitern des Mühlenteams auf die oberste Position gezogen. Beim Mühlentag am Pfingstmontag informierten sich viele Gäste über das Mühlenhandwerk und besuchten das Museum.